Soll ich was singen oder wollt ihr was essen? Ich habe mir sicher gedacht, jetzt kommt so ein schöner, großer Conferencier, dann kommt so eine kleine, vermatschte Himbeere. Die Großen haben gesagt, wir schicken erst mal den Kleinen raus, können wir das Programm noch bitte steigern. Ich habe mir heute früh im Bett schnell noch ein Gedicht zusammengemerkt. Ja, Frühling. Ich denke, Sie doch geil so weit. Ich hab mir erzählt, hast du wenigstens die Hosen an? Ja, natürlich. Die haben wir da hinten gesagt, ist doch geil, dass ich schon angefangen habe. Hast du Sauerkraut gegessen? Und wieso denn? Du sprichst so verfetzt. Also ich hab schon mit den... Alles ganz gut. Ich hab schon mit den Leuten gesprochen. Ja. Ich mache ein Gedicht. Ja, Frühling. Ach, jetzt im Winter. Oh ja, das hab ich mir heute früh im Bett zusammengemerkt. Und jetzt mache ich einen Frühling. Wo haben Sie es hier im Bett? Heute früh im Bett hab ich mir das schnell noch zusammengemerkt. Kann man im Bett denn dichten? Freilich kannst du im Bett dichten. Neueste. Muss ich die Beine ein bisschen hochlegen. Ne? Alles, was du hast, das rollt dann in der Birne zusammen. Bei mir ist der kleine Frühling zusammengerollt. Da dichten Sie neuerdings das. Immer im Bett mache ich den kleinen. Das fehlt nur so. Kleinen Goethe will er markieren hier. Und die Goethe? Was ich immer mit den Goethe hab? Erlauben Sie mal. Dass so die kleinen Omen zu Worte kommen. Immer mit den Goethe. Außerdem, im Weißen Rissel habe ich mehr gelacht als bei der Jungfrau von Orlean. Ja. Mit den däbischen Dingen. Sie haben eine Ahnung, die Jungfrau von Orlean ist nämlich von Schiller und nicht von Goethe. Ne? Sonst wäre sie keine Jungfrau mehr. Am Chemisett rum? Ja. Der große Dichter hat schon drei Fettflecke auf dem Revier. Drei Fettflecke? Das ist die von der Fresserei. Ja. Drei Fettflecke? Na und? Hast du noch nicht von der stillen Reserve gehört? Wie soll das aussehen? Komm immer nicht auf den Kreuzchen, du alter Platsch. Was ist nur wieder? Lauter Sägespäne haben Sie gehört. Was hab ich? Sägespäne? Sägespäne? Natürlich. Guck mal nach, vielleicht hast du ein Loch im Kopf. Herr Kors, so lasse ich mich nicht titulieren. Titulieren? So nicht. Wir können ja mal rausgehen mit der Rollwolfer. Da können wir uns schon mal titulieren, Herr Schumacher. Sieht der Bauch hinterher aus wie Schweizer Käse. Also, pass auf. Sie meinen wohl du, Elias. Das können wir außerdem noch machen. Ja. Also, der Frühling. Ja, aber eine Frage mal. Lass mich so erst mit dem Frühling machen. Wenn einer immer das zwickende Heck kommt, dann kann ich ja nichts machen. Meine Fresse, ich komme ja gerade an die Rolle hier. Na, ich wollte wissen, ob Sie das frei gemacht haben. Nein, nicht frei. Früh. Bitte früh. Oder hatten Sie ein Szenario zu dem Gedicht? Ja, ich hatte heute Morgen im Bett. Was? Ob ich was habe? Ein Szenario. Zum Gedicht? Hm? Szenario? Ja. Ja, ein Szenario. Haben Sie eins? Ja, ich hatte eins. Ja. Also das, ein Szenario. Naja, das war so, also ich war heute früh im Bett und das Szenario. Ja. Ja, das musst du dir so vorstellen, also, dass man sozusagen gewissermaßen quasi, ne, das, also das Szenario. Ja, das hatte ich. Ja. Ach, ein Szenario. Ja. Ja, das kommt mir drinnen vor. Ich merke schon, Sie wissen überhaupt nicht, was ein Szenario ist. Ich bin ja nicht dämlich, also mal ein Szenario, da kannst du ja Schulkind fragen, also mal. Ein Szenario, das ist ein Szenario? Ja. Das ist. Sag mal, kommt das in die Leberwurst? Ach nee, das war ja Mayran. Lass mich mit deinem blöden Szenario und geh mal bitte zurück. So, so, so. Was ist denn los? Mach's mit deiner Birne auf dem Schattenlöffspapier. Ja, Frühling, geh mal lachend durchs Leben, drück dich auf der größte Schmerz. Gut. Aus einem traurigen Hintern kommt nie ein fröhlicher Tag. Sollen für die Personalakte am Montag einen Lebenslauf abgeben, ist alles. Ein Lebenslauf? Das wird ja wohl verrückter. Wieso denn? Ein Lebenslauf? Ich weiß ja gar nicht, wie das Ding gelaufen ist. Ein Lebenslauf, fallen wir hier mal rum, während da. Hast du in der Schule schon gelernt? Da warst du gerade krank, denn da. Ich gehe noch mal in die Schule, wegen deinem blöden Ding. Pass auf, Sie brauchen nur 5 Punkte. Beim Lotto. Ja, das wäre schön. Beim Lebenslauf. Erster Punkt. Wann sind Sie geboren? 10:30. Was, das müssen die ja wissen, wann ich geboren bin? Die Uhrzeit, nicht der Tag ist wichtig. Ach, was für ein Tag. Montag. Montag? Mein Vater sagte auch noch, die Woche fängt gut an. Was, das müssen die wissen? Ja, und der Monat war doch der Januar, ne? Ja, ich hatte gleich kalte Beine. Und Geburtsjahr? 1921. Sag mal, 64, schreiben Sie halt, ich bin jetzt 43 Jahre. 42. Na, 44. Du hast mir Finger zu viel, was? Sie können nicht rechnen. 42, ich muss doch wissen, du kannst mir nicht noch ein Jahr draufheckern. 44. Ich bin 20. Das ist, glaubt, ich könnte doch nicht schnell. Sie sind 43. Nein, 42. Oh, nein.
Nein! Das ist ein Streit, Herr Blüte. 43. 42? Was? Ich war eher vermisst. Mit dir hat man ja nur Hutelei heute. Vermisst beim Militär waren Sie doch gar nicht. Ich war nicht beim Militär. Ich habe den ganzen Zimt aufgehalten. Und ich habe ja... Ihre Heldentat. Ach, ich habe ja keine Heldentat. Ich habe ja 25 Franzosen, habe ich ja alleine. Alleine habe ich die ja umzingelt, habe ich die ja. Was? Ich habe ja 25 am Tag gefangen genommen. So, die haben sich abgeliefert. Ging ja nicht, die haben mich ja festgehalten. Aber ich hätte. Also weiter. Jetzt kommt Ihr Vater. Mein Vater kommt hierher, was will der hier? Nee, im Lebenslauf. Beruf des Vaters. Ach, was er gemacht hat? Was er gemacht hat? Ja, ja, das hat er gemacht. Ja, was hat er gemacht? Ach so, nach dem Kriege. Dann hat er so Fleisch- und Fettschiebung und so. Im Ernst? Nee, in Dresden. Sie können nicht bei einer Fernsehsendung sagen, Fleisch- und Fettschiebung sind. Warum denn nicht? Fleisch- und Fettschiebung! Der war Masseur, der hat immer Heu! Kommen wir nie zu einem richtigen Lebenslauf. Warte, jetzt kommen Ihre Geschwister. Ihren Bruder habe ich heute getroffen. Mein Bruder? Hast du getroffen? Ja. War er nüchtern? Natürlich. War es nicht mein Bruder. Ich kenne doch Ihren Bruder. Das heißt, er sah schlecht aus. Ne, vermiggert. Ist er krank? Der meckert immer. Der meckert. Was fehlt denn? Ach, der meckert immer bloß. Der meckert. Was hat er denn? Der sagt immer, ach, die ganze Woche arbeiten und sind am Betrieb schützen, sind das Land einsetzen. Also, wie lange macht er das schon? Morgen fängt er an. Ja. Und was hat Ihr Bruder für einen Beruf? Der macht so Verwandlungskünstler, würde ich sagen. Ja. Was macht der? Hast du Drill am Ohr oder was ist heute? Verwandlungskünstler ist er. Verwandlungskünstler? Was macht er denn da? Was soll er da machen? Da geht er mit einem alten Mantel in die Gaststätte, kommt mit einem neuen raus. Eine feine Familie. Und wir kommen zurechte. Ja, das glaube ich auch. Nur haben Sie Ihren Bruder noch gar nicht mal erwischt? Der hat ja schon mal gesiebte Luft geschnüffelt. Der hat ja schon mal. Muss einen richtigen Beruf gehabt haben. Ganz großen Posten. Was? Ach, da hat er einen ganz großen Posten. Einen großen Posten? Was war er da? Einschläfer einer Matratzenfabrik. Ach, was hat er da so im Monat verdient? Nur so 2000 Mark im Monat, die haben sie zusammengeschnarcht. Ja, ja. 2000 haben die im Bar bekommen? Nee, im Bar haben sie 120 Mark gekriegt und das andere einen guten Ratschläger. Ach so, ja. War ein Lebenslauf, aber nicht alles rein. Das schreiben Sie doch rein, wo Sie wohnen und wo Sie geboren sind, muss rein. Dresden. In Dresden schreiben Sie rein, ich bin Sachse, das ist ja klar. Sachse? Bin doch kein Sachse. Ja, natürlich. Ich bin Rheinländer. Wie kommen Sie auf Rheinländer? Meine Eltern sind Rheinländer, also bin ich auch einer. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Das hat er erzählt, ist so ein Kimmel. Gut, verstehen Sie Eltern, das hat er mit Dresden. Natürlich. Nein? Verstehen Sie es falsch? Lass das erläutern, Bub. Pass auf. Pass auf. Wenn die Eltern Rheinländer sind. Ja, ist klar. Ne? Da muss ich auch Rheinländer sein. Nein, das ist Quatsch. Was das ist ein wenn Fall. Sie in Dresden geboren... Und geh mit deinen Kuchenbleche weg. Nee, immer, das wir, pass auf. Wenn Sie in Dresden... Nein, das hat ja mit Dresden nichts zu tun. Das entscheiden Dresden. Ihre Eltern sind zwar in Köln geboren, aber Sie... Meine Eltern sind in Köln geboren, sind Sie Rheinländer. Also, was bin ich? Sachse. Nein. Natürlich, weil Sie in Dresden geboren sind. Könnt ihr denen latschen? Glaubst du das? Wir brauchen es überhaupt nicht. Wenn die Eltern Rheinländer sind, muss ich doch Rheinländer... Ach, sowas verdrehtes wissen Sie, so albern gerade so. Wenn Sie in Dresden geboren sind, Sie Sachse natürlich. Nein. Dort, wo Sie geboren werden, das sind Sie doch. Mensch, wenn eine Katze im Fischgeschäft Junge kriegt, sind es doch keine Heringe.